Hallo, hier ist mal wieder der Walliker Bauer mit einer neuen Mod-Vorstellung. Heute geht es mal wieder um was Älteres, um einen Uso C4011. Jo, so auf dem Bild zu betrachten, sieht er ein bisschen aus wie ein Uso C360. Na gut, schauen wir mal. Man kann hier nicht viel lesen. Nichts angegeben, keine Unterhaltskosten und so weiter. Ja, das könnte sein, 65, 70 gebaut, irgendwas sowas, schätze ich mal. Na gut, das Einzige, was wir sehen, er kostet 10.500 Euro. Schauen wir uns mal das gute Stück an. Da steht er. Jo, auf den ersten Blick nicht schlecht. Steigen wir mal ein in das gute Stück. Sitz. Er ist sitzlos, aber trotzdem steigen wir mal ein. Ah, er steigt richtig ein. Cool. Gut, fangen wir aus an. Das ist er. Qualmt, Kennzeichen. Schwenken wir mal rum. Ja, Motor sieht man. Oh, sorry. Motor sieht man gut, Lampen, Licht, Blinker, Werkzeugkiste auf die andere Seite, Dieselfilter, Anlasser. Ja, was kann er? Was gibt's zu sagen über den Uso C4011? Wie gesagt, 10.500 Euro, Tankinhalt 68 Liter. Drückt man auf MP0, kommt ein Fenster. Tja, sagt uns nicht viel, haben wir schon durchgeguckt. Schauen wir mal, mit der Taste 4 geht das Dach auf. MP4. Und schließen. Mit der MP5 haben wir hinten das Arbeitslicht. Mit 1 und 2 dem Blinker, mit 2 dem Warnblinker und mit 3 was anderer Blinker. Vertue ich mich immer ein bisschen. Jo, mit 11 Licht. Jo, gucken wir mal weiter. Blinker. Warnblinkanlage, die Spiegel, sie sehen ein bisschen komisch aus. F Licht, nochmal Licht, Fernlicht. Ja, die Nummer 6 habe ich noch nicht rausgekriegt. Ja. Mit der Taste 6. Können wir die Motorhaube öffnen. Und wieder schließen. Mit der Taste 7 können wir die Lenkung umstellen. Wenn wir jetzt lenken, lenkt er und flutscht wieder zurück. Mit der Taste 7 lenkt man, lässt man los, bleibt er so. Müssen zurücklenken. Taste 7 flutscht zurück. So, jetzt habe ich gelenkt und lasse die Taste los, bleibt so. Müsste ich jetzt mit der A-Taste wieder zurücklenken, aber 7 ist unsere normale Lenkung. Ja, mit der Taste M kann man da eine Tür einsetzen. Und wie gesagt, im Fenster hier sind immer noch andere Tasten, aber die habe ich noch nicht so herausgefunden. Der Spiegel hängt ein bisschen krumm, aber sonst ist der Uso C-4011, ja, sieht dann nicht schlecht aus. Die Taste NP0 kann man dieses Fenster wieder schließen. Schauen wir mal von innen uns an.
Hier mal oben, normales Dach. Unten, ja, Hebelchens. Ein paar Dosen Bier. Rost. Hydraulikhebel. Ja. Verrostet, alles schön. Gefällt mir. So, wollen wir mal gucken, was er so kann und schafft. Die Fahreigenschaften fahren wir mal. Schöner Zaun. Bordsteine, ja, wackelt mal ein bisschen, aber schafft sie. Jo, Stundenkilometer, schnell 25, das reicht für den Schlepper. Wir waren ja nicht alles schneller. Jo, gibt's eigentlich nicht zu meckern. Für einen Uso-Fan bestimmt ein schöner Schlepper. Sorry. Ja, wollen wir mal ein bisschen arbeiten lassen. Da gucken wir so mit dem Flug oder Gruber. Schauen wir mal, was ich da so rumstehen habe, alles zurechtkommt. Hängen wir mal einen Hänger an. Den aber auch ein bisschen ziehen tut. So. Anhänger, schauen wir mal. Jo, macht er ganz gut. Korben behält er seine Geschwindigkeit. Kippt nicht. Gefällt mir von der Fahreigenschaften her. Jo, schauen wir mal. Nehmen wir mal einen Flug. Ich denke mal, einen Zweischar. Kleineren habe ich hier im Moment nicht. Ja, er hat auch wohl Ackermodus. Ich bin das nicht mit dem. Das Bild wackelt ein bisschen sehr. So, mal gucken. Helfer da auch. Schauen wir mal. Ja. Fliegt so mit 4-5 Stundenkilometer. Aber die Räder verschwimmen in Acker. Na gut, müsste vielleicht noch mal ein bisschen was dran gemacht werden. Gucken wir mal, wie es bei den Gruber aussieht. Ein Grober, das ist glaube ich hier, ja, das ist der kleinste, der bei LS mit an Bord ist. Aber ich weiß nicht genau, ob das jetzt der kleinste ist oder ob es da noch einen kleineren gibt. Ich meine, das wäre der kleine. So, schauen wir mal. Lass mal immer klingelt ein bisschen mein Anhängen. Man hört das. Ja, so schnell beim Arbeiten ist er nicht. Wackelt schön im Bild alles.
Naja, da muss man wohl noch mal ein bisschen überarbeiten. Brühen wir noch mal die Sämaschine, die steht noch hier irgendwo. Ja, da steht sie. Brühen wir die noch mal aus, wie es damit ist. Aber sonst denke ich mal, ein kleiner gelungener Oldtimer. Oldtimer kann man schon sagen, 70? Ja, Oldtimer. Und lasst mal ihn sehen. Jo, schafft er auch. Jo. Ja, ich würde sagen, wenn ihr Interesse gefunden habt an den Schlepper, schaut ihn euch mal an. In meiner Videobeschreibung steht drinne, wo ihr ihn runterladen könnt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Waldecker Bauer Graf Rasputin. Tschüss!